Hallo und herzlich willkommen auf dem Ludwig-Erhard-Gipfel zum Börse am Sonntag-Finanzgipfel, auf dem wir etliche spannende Fragen in dieser Zeit behandeln wollen und denen einmal nachgehen wollen. Zum Beispiel, was es mit dem Börsenboom auf sich hat, den wir zuletzt gesehen haben, wie nachhaltig dieser eigentlich ist, welche Rolle in Zukunft digitales Geld spielen könnte in einem nachhaltig aufgestellten Finanzsystem, ob es zum Beispiel die Notenbanken entmachten könnte. Und wir wollen auch der Frage nachgehen, wie nachhaltig sind denn eigentlich die Finanzprodukte auf den Finanzmärkten aktuell und welche Verschiebungen finden da möglicherweise auch statt, was zum Beispiel die Entwicklung, die Dynamik an den Börsen angeht. Ich freue mich auf diese Runde. Und wir werden diskutieren, zum Beispiel mit Aya Jaff, sie ist uns zugeschaltet, wir freuen uns sehr, sie ist Programmiererin, Traderin, Gründerin, Autorin und sie wird uns ein bisschen die Sicht der Einzelanleger näher bringen und auch ihrer Generation. Was ist es denn eigentlich, was ihre Generation sucht an Anlagemöglichkeiten, traut diese Generation den Finanzmärkten, den Produkten und wo suchen sie vielleicht Sicherheit auch zum Schutz des Vermögens oder wie haben sie eigentlich die Möglichkeit im Moment Vermögen aufzubauen? Dann sprechen wir mit Burkhard Balz. Er ist Mitglied des Vorstands der Deutschen Bundesbank. Herzlich willkommen an Sie alle. Dr. Sven Deglo, CEO der BNP Paribas, Niederlassung in Deutschland. Carsten Klude, der Chefvolkswirt von Warburg. Herzlich willkommen. Dr. Martin Mihalovits, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee. Wir beide haben im vergangenen Jahr schon eine Runde zusammen gehabt. Und Emmerich Müller, Partner und Chef des Bankhauses Metzler. Herzlich willkommen Ihnen allen. Ich würde gerne einmal mit einer Frage beginnen, die ein bisschen Setting the Scene macht, um zu klären, ob wir eigentlich alle auf demselben Stand sind, was die Erwartungen angeht an die künftige Situation und die künftige Entwicklung wirtschaftlich und auch an den Börsen. Beginnen wir mit Aya Jaff. Aya Jaff, womit rechnen Sie? Glauben Sie an die Prognose, dass wir vor goldenen 20ern stehen können? Trauen Sie dem Börsenboom aktuell, den wir gesehen haben? Also das ist ganz schwierig zu sagen. Ich habe, glaube ich, noch nicht genug Erfahrung, um zu sagen, ja, ich glaube daran oder nicht, weil ich bei meiner Karriere ja erst vor 5, 6 Jahren, glaube ich, an der Börse eben stattgefunden hat. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich das einfach mitverfolge und auch diesen Enthusiasmus, der gerade in meiner Generation herrscht, mitnehme. Ich höre immer wieder, dass es zu einem Crash kommen könnte und dass ich jetzt mein Geld quasi abheben sollte. Aber noch bin ich enthusiastisch dabei und es ist eine große Frage, die mich natürlich auch beschäftigt. Das wäre dann meine allererste Krise. Das wäre aufregend. Was ja auch eine total interessante Aussage ist, denn viele von uns, die hier sitzen, haben schon andere Krisen erlebt oder erlebt, dass es an den Börsen richtig rappelt. Und ich finde das total ehrlich, was Sie gerade gesagt haben. Und ich bin mir sicher, dass es etlichen anderen hier heute genauso geht. Dass wir einfach sagen, wir sind uns nicht ganz sicher, uns begleitet so ein diffuses Gefühl, wir können es nicht ganz einordnen. Wie geht es Ihnen? Also erstmal geht es mir gut, weil wir hier in dieser Runde zusammensitzen, aber ich glaube, es ist relativ schwierig jetzt als Vertreter einer Zentralbank genau zu diesem Thema natürlich sich zu äußern. Die Börsen sind sicherlich exzellent gelaufen, trotz des pandemischen Umfelds und was ich sagen kann, wir glauben, wenn der Großteil der Pandemie wirklich besiegt ist, dass wir dann relativ schnell wieder im wirtschaftlichen Bereich nachhaltige, sehr gute Wachstumsraten sehen. Mhm. Und das könnte natürlich auch weiter Börsen treiben. Mhm. Also die Frage bezieht sich ja nicht nur allein auf die Börsen, sondern auf diese Vorstellung, stehen wir vor den nächsten goldenen 20ern, höre ich daraus, könnte der Fall sein, sind das die Szenarien, mit denen Ihr Haus... Das kann man zumindest nicht ausschließen. Und wie gesagt, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen waren vor Corona recht ordentlich. Und wir glauben, dass wir eben auch schnell wieder zu anständigen Wachstumsraten zurückkehren werden, wenn eben wir in eine Post-Covid-Phase eintreten. Insofern spricht sicherlich auch etwas dafür, dass wir gute Zeiten weiter sehen werden. Ob es am Ende goldene Zeiten sind, muss man sehen. Herr Müller, welche Szenarien entwickeln Sie in Ihrem Haus? Also zunächst einmal freut es mich zu sehen, wenn junge Menschen wie Frau Jaff
positiv Aktien gegenüberstehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Aktien generell eine vernünftige Anlage sind. Und wenn hier die Börsen angesprochen werden, dann meinen die Menschen meistens die Aktienbörsen. Es gibt ja auch andere Börsen, aber reden wir mal von den Aktienbörsen. Ja, wir haben jetzt eine sehr schnelle Erholung an den Börsen gesehen. Wir haben Höchststände gesehen, wenn wir uns erinnern, im März waren wir eingebrochen und dann ging es im Sommer schon ganz schnell wieder hoch. Und wenn man ein bisschen zurückschaut in die Geschichte, ist das gar nichts Neues. Diese Verläufe, dass es schnelle Einbrüche gibt, aber auch schnelle Erholungen wiederkommen, sind eigentlich an den Börsen der Regelfall. Warum? Es treten Ereignisse auf wie die Pandemie. Die Marktteilnehmer sind verunsichert und in dieser Verunsicherung wird im Zweifel mal auch verkauft, abgegeben, abgesichert, man geht raus. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man sagt, okay, wir haben das Problem verstanden, wir haben das Risiko verstanden, aber irgendwann geht es auch mal wieder aufwärts. Und insofern, das haben dann ab Sommer mehr und mehr Marktteilnehmer eigentlich so eingeschätzt. Und zum Schluss kam noch das Thema positive Entwicklung im Hinblick auf die Vakzine. Und insofern ist die Entwicklung gar nicht so überraschend. Was man sich manchmal fragen kann, ist die ein oder andere Bewertung, die wir gesehen haben, richtig? Also wenn wir mal schauen, wir hatten im März, April, glaube ich, war es dann, hatten wir 30% Einbruch in Europa, also mit den klassischen Aktienbörsen der teilweise Old Economy. Wir hatten gleichzeitig 30% Kurszuwachs bei den Technologiewerten an der Nasdaq. Da sind Bewertungen, da kann man im einen oder anderen Fall daran zweifeln, ob diese Bewertungen wirklich gerechtfertigt sind. Und es kommt hinzu, dass wir ein Zinsumfeld haben, das extrem positiv ist für die Bewertungen der Aktien. Und wir kommen da vielleicht später noch dazu. Also ich gehe davon aus, dass die Zinsen nach wie vor ein positiver, konstanter Treiber für die Aktienmärkte sein werden, weil wirklich nachhaltig dauerhaft steigende Zinsen sehen wir nicht. Das ist in unserem Szenario nicht enthalten, zumindest nicht im Basisszenario. Natürlich kann es Ereignisse geben, die das ändern. Insofern blicken wir auch positiv nach vorne und wir glauben eben auch, dass die fundamentalen Daten und recht positiv sind. Wir können konstruktiv Wachstum erwarten in der Zukunft. Und es wird immer wieder Krisen geben und ich appelliere auch gerade an alle jungen Menschen, gerade die erstmalig damit so Erfahrungen machen mit so Krisen, bitte die Ruhe bewahren, die Krise eher nochmal nutzen, zuzukaufen und wirklich mit Geduld an die Themen ranzugehen. Aktien sind sehr vernünftige Langfristanlagen. Man sollte aber nicht glauben, dass man immer zu jeder Zeit kurzfristig damit reich wird. Das ist ein hochgefährlicher Ansatz. Aber als langfristige Anlage, als Beteiligung am Produktivvermögen sehr, sehr positiv und junge Menschen sollten es tun. Es ist sehr interessant, dass Sie das sagen, denn Ihr Bankhaus hat ja sehr, sehr viel schon erlebt. 17. Jahrhundert gegründet, also diverse Krisen schon überstanden. Vielleicht reden wir auch im Verlauf darüber, wie so etwas gelingen kann. Also wie man eine Bank in diesen Zeiten zukunftsfähig aufstellt. Ja. Wir sind immer wieder mit der Frage auch konfrontiert. Wir sehen einerseits die Aktienentwicklung, dann wiederum wissen wir, dass aber manche Teile der Wirtschaft getroffen sind von der Pandemie, schwer getroffen sind. Finden Sie, dass da eine Entkopplung stattgefunden hat zwischen Aktienperformance und Realwirtschaft insgesamt? Nein, ich würde vielleicht noch mal einsteigen. Ich bin ja auch verantwortlich in meiner Rolle für die Consorsbank und natürlich war für uns das letztes Jahr mindestens mit Beginn sozusagen der Corona-Krise ein Boomjahr. Ja, das haben wir ja schon ein bisschen länger in der Industrie seit eigentlich 2000 nicht gesehen. So. Und ich glaube, dass dieses niedrige Zinsniveau ist eine Ursache dafür, dass viele jetzt gesehen haben, okay, wenn ich noch irgendwie Rendite machen will, dann muss ich mich mit Wertpapieren beschäftigen, dann muss ich da einsteigen. Wir sehen letztes Jahr, und deswegen vielleicht auch mal ein bisschen anderes Szenario aufzumachen, zu sagen, wir haben letztes Jahr, die Zahlen sind gerade rausgekommen, es sind 2,7 Millionen mehr Aktionäre im deutschen Markt. Deutschland ist keine Aktionärskultur, das wissen wir. Von daher freuen wir uns, dass im letzten Jahr also um 30% verglichen mit 2019 mehr Aktionäre im Markt sind sozusagen. Auch das natürlich ein Indikator und ich gehe davon aus, dass die Leute auch längerfristig in Aktien bleiben werden. Ja? Wenn man das Tretvolumen anguckt, also bei uns ist letztes Jahr verdoppelt, nur um mal so ein paar Zahlen zu nennen, was
auch letztes Jahr wirklich passiert ist. Und was eben sehr, sehr interessant ist, und das haben wir ja gerade auch gehört, sehr, sehr viele junge Leute letztes Jahr wieder in den oder erstmalig auch eingestiegen in den Markt. Und natürlich ist hier die Rolle auch der Banken, Sie deuteten das gerade schon an, natürlich auch eine gewisse Verantwortung für diese Klientel zu übernehmen, entsprechend sozusagen aufzuklären. Es gibt heute ganz, ganz vielfältige Möglichkeiten, die wir da haben, wie man über Blogs, gerade über die mobilen Geräte sozusagen auch sehr, sehr, sehr tagesaktuell aufklären kann, sozusagen, um eben genau eben auf die Risiken hinzuweisen. Mhm. Viele haben es natürlich erlebt seit März, es ging nur aufwärts. Mhm. Und das ist natürlich schon. Ist eine Entkopplung von der Realwirtschaft gekommen? Das kann man ja so gar nicht sagen. Sondern es war ja letztes Jahr eine sehr besondere Situation. Und da gab es natürlich Unternehmen, die sehr, sehr hart getroffen waren. Und es gab Unternehmen, die sehr, sehr stark davon profitiert haben. Und ich glaube, wir haben am Aktienmarkt letztes Jahr beide Bewegungen sehr, sehr gut miterlebt. Ich würde da gerne noch mal nachhaken, wenn Sie sagen, die Banken haben auch eine Verantwortung, auch den jungen Leuten gegenüber. Wie nehmen Sie denn dann diese Verantwortung wahr? Also gibt es bei ihm zum Beispiel eine Maxime, wir möchten alles tun, damit junge Leute kein Geld verlieren und wir klären sie auf? Genau, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben letztes Jahr ein Angebot, das nennt sich Young Trader Zero, eingeführt. Ganz speziell für eine Zielgruppe 18- bis 25-Jährige. 2 Jahre kostenlos traden. Innerhalb dieser 2 Jahre haben die Jugendlichen die Möglichkeit, 2 45-Minuten-Gespräche mit Trading-Experten aus unserem Haus zu sprechen, wo wir eben genau, wo wir jetzt nicht sagen, investieren Sie in die und die Aktien, sondern wo wir eben auf die Risiken hinweisen, wo wir auf die Chancen hinweisen, wo wir auf die Tools hinweisen, die man verwenden sollte, um nach eben auch sich denkt an die Stop-Loss-Marke und so. Das ja nicht mal erfahrene Trader oft einsetzen, aber trotzdem sozusagen genau in die Richtung soll es gehen. Dieses Angebot wird sehr, sehr gut angenommen, neben den Dingen, die ich vorher schon nannte, weil natürlich auch entsprechend in den Wissensbereichen wir sehr, sehr viel investieren, um beide Seiten abzubilden. Die Chancen, aber auch sozusagen die Risiken sich bewusst zu machen. Und das, was Sie sagten, das Thema langfristige Anlage. Wir wissen, dass die Renditen über einen langfristigen Zeitraum im Bereich Wertpapier deutlich höher sind als in allen anderen. Wir fragen später bei Aya Jaff noch mal nach, wo denn im Moment junge Leute sich hinwenden, um mehr Informationen zu erhalten, was sie erwarten von den Banken und welche Anlagen sie auch derzeit suchen. Aber ich würde gerne Sie beide auch erst noch mal einmal ins Boot holen. Deckt sich das mit Ihren Erfahrungen in den vergangenen Monaten? Merken Sie auch eine vermehrte Nachfrage nach Aktien? Ja, also ich kann die Aussagen nur noch bestätigen. Wir spüren es bei den Kleinanlegern, die ja im Wesentlichen bei uns in der Sparkassenorganisation ihre Heimat haben, dass das Interesse an Wertpapieren deutlich zugenommen hat. Mhm. Klar getrieben natürlich durch das Zinsumfeld und das deutschen liebste Anlage, die Bundesanleihe, jetzt, sage ich mal, aus dem Markt genommen wurde, faktisch, ja, also renditetechnisch. Merken wir, dass es schon langsam, sage ich mal, das Interesse, ja, auch die Nachfragen anziehen. Wir merken es insbesondere, sage ich mal, bei unseren Beratern, und ich kann es auch bestätigen, was ich unheimlich schön finde, auch bei den jungen Leuten. Wir sind ja traditionell mit dem Thema Planspiel Börse unterwegs. Also wir spielen ja in der Sparkassenorganisation dieses Thema schon lange. Und es ist immer wieder erfrischend, ja, wie sich die jungen Leute in diese Themen mit reinfuchsen, ja, und sich damit beschäftigen. Und ich kann aus der persönlichen Erfahrung mal eine lustige Anekdote erzählen. Ich war mal bei einer Jugendorganisation in der Zoom-Konferenz. Und die stand so unter dem Motto, was sie schon immer mal einen regionalen Banker fragen wollten. Und ich war, es war jetzt in der Pandemie, ich war auf alles vorbereitet, ja, wie man mit was Corona, welche Auswirkungen Corona auf den Landkreis haben, was wirtschaftlich bei uns gerade los ist, kommt jetzt die Pleitewelle und so weiter. Und es war wirklich so lustig, es ging eigentlich schlichterdings nur New Yorker Börse, Wertpapierentwicklung in China, was ich zu Robin Hood sage, welche Apps ich denn verwenden würde und so weiter und so weiter. Na, die waren also aber gut informiert, oder? Richtig, die waren wirklich gut informiert und insbesondere interessiert. Ansonsten genau das gleiche Thema, wir betonen immer, das, was der Herr Müller richtig gesagt hat, die Langfristigkeit.
den langfristigen Blick zu haben, den langen Atem zu haben. Wir sind insbesondere bei unseren Beratern, die hervorragend ausgebildet sind, junge Leute auch zu beraten, immer genau diesen Aspekt. Leute, es gibt keine schnelle Rendite, das ist einfach das Riesenthema. Ja, da müsst ihr einfach Angst haben, dass ihr euren Einsatz verliert, sondern schaut es auf langfristig. Und das typische Beispiel ist, die Herren wissen es alle, wer vor 20 Jahren in den DAX investiert hat, hat im Durchschnitt eine jährliche Rendite von knapp 9%, trotz aller Krisen, trotz Corona, trotz Dotcom, trotz Finanzkrise erwirtschaftet. Ich sage auch für die jungen Leute, insbesondere für die jungen Leute, geht an dem Thema Altersvorsorge und so weiter. Die kommen an dem Thema Aktien, Börsen, Wertpapiere definitiv nicht vorbei. Und es ist unsere Verantwortung als Finanzinstitute, das ist auch ein Thema dann, das, sage ich mal, in das Thema Nachhaltigkeit einspielt. Mhm. Ja, es ist unsere Verantwortung, als Finanzinstitute die jungen Leute da richtig zu beraten und dort auch, sage ich mal, naja, in eine Awareness, eine Achtsamkeit zu schaffen, wie es für sie in der Zukunft dann mal aussieht und wie sie letztendlich dieses Thema über das staatliche System hinaus ihre Altersvorsorge decken. Bleiben wir mal kurz bei Ihrer Fragesession noch. Kam da das Thema Nachhaltigkeit vor? Also hat das bewegt? Ist das ein Issue gewesen? Nein, also das überraschenderweise nicht. Ja. Mhm. Ich meine, das waren 16, 17, 18-Jährige. Ja, aber ist ja trotzdem interessant, weil das ist ja eigentlich auch die Greta-Generation. Ja, richtig, ne? Richtig. Also überraschenderweise nicht. Mag vielleicht jetzt auch an der kurzfristig oder an der Zeit gelegen haben. Aber da waren wirklich so Themen, so Rendite, Altersvorsorge, wie strukturiere ich das, dass ich im Alter außerhalb des Rentensystems auch noch irgendwo mein Leben, was muss ich da machen? Das war so eher mal der Blick, das war das Erfrischende, der Blick ganz weit nach vorne. Ja? Also ich habe mir mit 14, 15 über meine Rente noch keine großen Gedanken gemacht, aber das hat sich, hat sich ein bisschen gewandelt. Stimmt. Herr Klude, sehen wir goldene 20er? Und wenn ja, was heißt das eigentlich für die Rendite? Mit was für einer Rendite dürfen wir denn überhaupt noch rechnen, wenn wir in den goldenen 20ern auch unser System nachhaltiger aufstellen wollen? Also Frau Körner, ich glaube, erstmal gibt es gute Gründe, zuversichtlich zu sein, dass wir goldene 20er Jahre erleben. Auf der anderen Seite, wenn man mal, ich sag mal, sich die Wirtschaftshistorie anschaut, die 1920er Jahre, über die wir jetzt ja quasi sprechen, das waren jetzt nicht nur 10 tolle Jahre, sondern das waren eigentlich 5, 6 sehr, sehr gute Jahre von der wirtschaftlichen Entwicklung her. Zu Beginn hatten wir hohe Arbeitslosigkeit, wir hatten viel Inflation. Also alles Dinge, mit denen wir uns möglicherweise jetzt ja oder in den nächsten Jahren auch auseinandersetzen werden und auseinandersetzen müssen. Ich glaube, als Ökonom ist es schwer, wirklich auf 10 Jahre hin Prognosen zu geben. Wenn man ehrlich ist, schafft man das immer für die nächsten 1 bis 2 Jahre vielleicht ganz gut. Aber wir alle wissen aus der Vergangenheit, Krisen kommen häufig sehr überraschend. Mhm. Und wenn man mal zurückschaut, eigentlich haben wir, ich sage mal, immer so in Abschnitten von 7 oder 8 Jahren in der Vergangenheit dann auch größere Krisen gehabt. Die Corona-Pandemie davor, die Finanz- und Wirtschaftskrise. Wobei die, war die wirklich so überraschend? Es gab warnende Faktoren, es gab Personen, die wirklich gesagt haben, wir laufen an einem Problem an. Im Nachhinein ist es, sie nicht hören. Genau, aber ich glaube, das ist immer... Im Nachhinein ist es immer sehr einfach, dann zu sagen, naja, da gab es eigentlich genügend Warnsignale. Wenn man in einer solchen Phase drin ist, gibt es aber auch immer sehr gute Gründe und Argumente, warum es dann weitergehen kann. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, muss man halt immer sehr genau abwägen. Wenn wir jetzt gucken, wir sind quasi ja erst, in Anführungsstrichen, im ersten Jahr des Aufschwungs. Es wäre untypisch, wenn der jetzt schon in diesem, im nächsten Jahr zu Ende gehen würde. Auf der anderen Seite, ich glaube, alle Anleger müssen sich darüber im Klaren sein, dass es nicht mit dem Tempo immer vorwärts gehen wird. Und das haben wir jetzt ja auch in den letzten Tagen gesehen. Dann geriet die Börse mal in Stocken. Dann kommen gleich die Fragen wieder, droht der nächste Crash? Muss ich mich schon wieder an die Seitenlinie stellen und defensiver werden? Ich glaube, wenn man Renditeerwartung versucht abzuleiten, und gerade für liquide Assetklassen, und viele Anleger wollen ja in liquiden Assetklassen investiert sein, da muss man sagen, Tagesgeld und Anleihen sind perspektivisch keine gute Wahl. Der Zins ist bei null, zum Teil negativ. Mit Renditen von Staatsanleihen lässt sich kein Geld verdienen. Wir sind momentan in einer Phase, in der die Inflation ja so ein bisschen wieder zum Leben erweckt worden ist. Auch das ist schlecht für Anleihen. Also dementsprechend, glaube ich,
kommt man als Anleger, gerade als Anleger mit einem etwas längeren Zeithorizont, gar nicht an der Aktie vorbei. Mhm. Und die Renditen, die wir für die vergangenen Jahre gesehen haben im Durchschnitt, ich glaube, da besteht eine gute Chance, dass wir die auch für die nächsten Jahre sehen werden. Also insofern ein klares Bekenntnis auch hier weiterhin zur Aktie. Was heißt das denn für die Finanzierung von Staaten, wenn die Rendite möglicherweise lange nicht wirklich attraktiv sein wird? Gut, wir haben ja zum Glück die Notenbanken, die im Moment eingesprungen sind und ich sag mal, die Anleihen kaufen, die Staaten ausgeben. Und das ist, glaube ich, ein Szenario. Ich möchte jetzt der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank hier nicht den Weg für die nächsten Jahre und Jahrzehnte vorwegnehmen. Aber ich glaube, das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe, aus dieser Situation wieder herauszukommen, weil natürlich die Verschuldung so stark angewachsen ist, dass unser System eigentlich nur dann stabil bleiben kann, wenn die Zinsen auch niedrig sind. Mhm. Und wahrscheinlich wäre da schon ein kleiner Anstieg von 1 oder 2 Prozentpunkten, wo man als Anleger sagt, ist das überhaupt so viel? Das würde das Problem für die Finanzminister und für die Finanzierung der Staaten schon sehr, sehr groß machen. Auch für die Finanzierung einiger Unternehmen natürlich. Ja, ich muss Sie da jetzt bitten. Das ist jetzt nicht überraschend, Frau dass Sie jetzt wahrscheinlich... Aber können Sie vielleicht der Generation von Aya Jaff eine Vorstellung davon geben, wie lange dieses Szenario uns begleiten wird? Ich glaube, eine Vorstellung kann man möglicherweise geben, aber natürlich die Prognosen in diesem Bereich sind außerordentlich schwierig. Und für uns ist klar, dass das ein außerordentlicher Zustand jetzt ist, eben auch durch sehr viele aktive externe Faktoren getrieben wurde. Und die Zentralbanken, Herr Kluder hat das richtigerweise gesagt, eben handeln mussten. Wir überlegen natürlich auch jetzt schon sehr genau, wie man den Einstieg aus dem Ausstieg im Grunde genommen dann managt. Und darüber überlegen wir ja schon lange, ne? Viele, viele Jahre. Ja, so lange noch nicht, weil wir haben jetzt... Naja, die Frage kam schon im Rahmen der Finanzkrise auf, oder? Ja, aber ich glaube, dass Corona noch mal vieles wirklich geändert hat. Alleine wenn Sie sehen, wie massiv die Zentralbanken dann auch eingestiegen sind mit ihren verschiedenen Programmen, Ankaufprogrammen. Wir haben hier jetzt auch ganz andere Volumina gesehen und gehen Sie davon aus, dass wir da sehr, sehr genau nachdenken drüber, wie das natürlich in der Tat dann zu bewerkstelligen ist. Das wird nicht einfach werden, weil natürlich dementsprechend wir ein Umfeld haben, was eben gewisse Notwendigkeiten mit sich bringt. Auf der anderen Seite eben wir natürlich auch möglichst in einem überschaubaren Zeitraum wieder zu normalen Situationen zurückkehren möchten. Sie können sich vorstellen, dass auch viele von uns in den Zentralbanken sich mit diesem Szenario nicht wirklich wohlfühlen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Der eine oder andere fragt sich jetzt vielleicht, warum reiten wir so lange auf diesem Thema herum? Aber für mich ist es schon ein Thema im Rahmen der Diskussion, wie nachhaltig ist unser gesamtes Finanzsystem eigentlich aufgestellt. Ich würde gerne Aya Jaff noch mal zurück mit ins Boot holen und ein bisschen eine Vorstellung davon bekommen, wie viel Vertrauen Ihre Generation eigentlich den Banken derzeit entgegenbringt und auch den Zentralbanken, wenn wir uns gleichzeitig den Kryptoboom anschauen. Also ist jetzt die Bank Ihr Anlaufpartner oder Ihrer wahrscheinlich nicht, aber von Freunden auch, wenn es darum geht, ja, wie soll ich mich aufstellen im Hinblick auf mein Geld oder suchen Sie andere Quellen der Aufklärung? Also ich kann hier von meiner Erfahrung vor allem sprechen. Als ich 16 Jahre alt war, war ich weniger von den Fragen getrieben, wie kann ich meine Rente sichern, sondern vielmehr, oh, ich habe den Film Wolf of Wall Street gesehen und ich möchte herausfinden, ob die Börsenwelt wirklich so ausschaut. Mhm. Also das ist nochmal eine ganz andere Motivation, mit der man natürlich als Jugendliche irgendwie rangeht. Und ich kann das absolut teilen, also bestätigen, dass meine Generation sich da schon sehr viele Gedanken darüber macht, wie sie die Geldanlage gestaltet. Aber die Frage ist halt wirklich, wen sie da fragen. In meinem Fall habe ich mit 16 das allererste Mal ein Buch in der Bibliothek in die Hand genommen, was dieses Thema anging. Ich habe ein Börsenplanspiel mit aufgebaut und das zwischenzeitlich das größte soziale Börsenplanspiel Deutschlands war, wo man dann wirklich mit betrachten konnte, was finden die jungen Leute da interessant? Und über die letzten 5 Jahre kann ich ganz klar sagen, haben
Aktien den Namen Boomer-Aktien bekommen, weil das irgendwie nur etwas ist, was sie aus der älteren Generation richtig kennen und was sie einfach über diverse Apps wie eToro oder Trade Republic womit sie spielen. Aber die Kryptowährungen sind für die meisten meiner Freunde tatsächlich das allererste Mal investieren gewesen. Also noch bevor sie Aktien gekauft haben, haben sie sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigt oder Ethereum. Und das ist ja nochmal ein total anderes Thema, sag ich mal, was auch ja aus diesem Vertrauensverlust damals in der Finanzkrise entstanden ist. Also das war ja genau die Antwort darauf, hey, wir wollen jetzt etwas Dezentrales. Und ich, ob das jetzt wirklich geglückt ist, ist eine andere Sache, aber es ist schon ein krasser Wachstum, wenn wir uns jetzt anschauen, wie Ethereum gelaufen ist, wie er 2017 irgendwie investiert hat, 1000% Wachstum erlebt. Das kann man gar nicht vergleichen. Also die Leute sind absolut geblendet in meiner Generation von dem, was da an Kryptowährungsgewinnen auch möglich ist. Ich bin da immer wieder geschockt. Wie viele Leute da auch ihr ganzes Geld da teilweise reinstecken. Also da ist ein ganz anderes Erwartungsverhältnis einfach da, wenn man in Aktien investiert versus Kryptowährung. Ja, wir sehen hier auch einige interessante Gesichtsausdrücke gerade in der Runde zu dem Thema in Krypto investieren. Also Krypto, das große Ding, welche Rolle spielt Nachhaltigkeit? Ich sage es mal so, irgendwie gibt es zwei Parteien irgendwie in meiner Generation, immer die Generation Greta, aber nicht jeder gehört dazu. Mhm. Und dann und dazu gehören, muss ich auch sagen, sehr viele Frauen einfach. Sehr viele Frauen kommen aus diesem idealistischen Grund wirklich an diese Börse von, ich möchte die Welt besser machen und ich möchte nur in Dinge investieren, die quasi nichts mit Öl, Waffen oder anderen Sozialkriterien irgendwie zu tun haben. Und das ist so, denkt man sich, okay, das ist auch wieder ein ganz anderer Motivator, der Leute an die Börse führt. Und dann gibt es aber noch die andere Partei, die dann sagt, ich achte auf das Thema Nachhaltigkeit eigentlich nur aus dem Grund, weil es ein Trend ist und ich sehe, wie die Unternehmen einfach in diese Richtung zwangsweise steuern müssen. Und das ist kein Idealismus, sondern es ist rein aus dem Gedanken, ich möchte Gewinn machen auf langfristige Zeit. Und es ist auf jeden Fall spannend mit zu beobachten, wie die zwei Parteien sich auch gegenseitig beraten, weil sich das ja nicht ausschließt vom Ziel her. Und das Thema Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall groß geschrieben. Aber jeder, der in Kryptowährungen investiert, ist sich auch mittlerweile immer mehr bewusst, dass es natürlich auch einen sehr großen CO2-Fußabdruck hinterlässt. Und man versucht teilweise auch in manchen Foren, den irgendwie auszugleichen, indem man Bäume pflanzt oder so. Also es ist ganz, ganz verrückt, wer da verschiedene Vorlieben hat für welche Investmentklasse auch immer. Herr Dr. Deglo, schlägt bei Ihnen, also beim aktuellen Interesse der Kunden, auch Bitcoin und andere Kryptowährungen die Nachhaltigkeit oder wie schaut das aus? Ich will mal mit Nachhaltigkeit anknüpfen und dann komme ich auf das Thema Krypto sozusagen, weil für mich sind das schon zwei verschiedene Themen sozusagen. So. Ja. Und vielleicht mal aus einer Marktforschung, die wir gemacht haben, zu zitieren. Also wenn Sie fragen, wie verhalten Sie sich nachhaltig, dann sagen Ihnen 70% der Leute, ich vermeide Plastik oder ich kaufe regional ein. Ja, aber nur 18% sagen, ich investiere nachhaltig. Mhm. So, jetzt haben wir ja die Zahlen. Das ist vielleicht der Wunsch, dass 18% investieren. Und vielleicht denken Sie auch daran, aber bis 2019 haben wir 2% der Investments irgendwie gesehen, die nachhaltig investiert waren. 2020 waren wir bei 5. Geäußert wird jetzt so, bis 25 mache ich das vielleicht bis 25. Also es ist jetzt zwischen dem, was ich sage und was ich dann tue sozusagen, ist doch nochmal gerade beim Investieren ein großer Unterschied. Ich glaube, das wird sich ein bisschen ändern. Ganze Regulatorik, wir haben das auch vorher schon gehört, die kommen wird. Nachhaltigkeitspräferenzen werden in der Beratung abgefragt werden. Das wird sich weiter ändern. Und die Angebote sind entsprechend da hier. Ich sage mal, wir hatten nachhaltige ETFs jetzt gerade die ersten Monate im Jahr Angebot. Und da sieht man sofort
dort eine Nachfrage. Also das Thema ist da. Also es ist nicht so, dass das Thema überhaupt nicht da ist, sondern dass das funktioniert schon ganz gut. Aber ich muss auch sagen, es ist für Leute, die sich schon immer damit beschäftigt haben, auch nichts Neues. Also wir haben schon seit Jahren Nachhaltigkeitskriterien bei der Auswahl von Fonds auf der Website. Da können Sie schon immer sagen, ich möchte gerne mehr in Wasser gehen, ich möchte nicht in Waffen gehen oder so. Mhm. Die Frage ist nur, die Nutzung durch den Kunden, die ist halt weiterhin sehr, 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 sehr. Ja, die Frage ist ja auch, wie wird Nachhaltigkeit definiert inzwischen und nach welchen Kriterien werden auch die Produkte ausgesucht? Und das, glaube ich, ist der nächste Punkt, dass das Nachhaltigkeit immer viele Umweltschutz denken, aber wir wissen, nicht nur durch ESG, also richtige Nachhaltigkeit befasst sich eben auch mit sozialen Themen, befasst sich eben auch mit der Unternehmensführung, Stichwort Diversity und dergleichen. Von daher, das ist ein sehr, sehr breites Thema. Mhm. Soll ich gleich noch Krypto oder machen wir das? Ja, weil ich würde dann gerne Herrn Balz ins Boot holen zum Thema Krypto. Also Krypto ist natürlich ein großer Trend. Und die Consorsbank hat ja eine sehr technologieaffine Kundschaft. Wir wissen, dass interessieren tun sich so circa 30%, 10% halten auch heute schon Kryptos irgendwo. Wir sozusagen bieten keine Einstiegsmöglichkeiten direkt in Kryptowährungen an, sondern nur sozusagen indirekt. Aber es ist natürlich ein großes Thema. Ich glaube, es ist natürlich keine, wenn man das mit dem Thema digitale Währung sich da anguckt, natürlich noch ein weiter Weg zu gehen. Die Währungen sind nicht stabil. Und ich glaube, aber es ist, um insgesamt in der digitalen Welt anzukommen, in der digitalen Wirtschaft zu unterstützen, brauchen wir Formen von digitalen Währungen. Darf ich mal in die Runde fragen, wer in Krypto investiert hat? Von Ihnen? Nee. Nee. Interessant. Ja. Aber man müsste sich ja eigentlich auch die Frage stellen, warum das Interesse an Krypto so groß geworden ist. Mhm. Weil ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist natürlich mediale Aufmerksamkeit. Mhm. Und wir haben das ja auch gerade gehört. Wenn man mitbekommt, dass mit Bitcoins oder Ethereum 1000% Kurszuwächse erzielbar sind, das schaffen normale Aktien natürlich nicht. Also ich sag mal, wenn wir uns beim DAX über 10% oder 20% freuen, dann stellen das natürlich die Kryptowährungen zum Teil ja ordentlich in den Schatten. Mhm. Auf der anderen Seite, wir sehen natürlich zum Teil dann aber auch ganz erhebliche Rückgänge wieder bei den Kursen. Mhm. Und dementsprechend, ich glaube, das ist so ein gewisser Hype auch, den wir hier erleben. Und eine große Aufmerksamkeit einfach aufgrund der preislichen Entwicklung, den diese Kryptowährungen bislang genommen haben. Und, da interessiert dann auch nicht, wie viel Strom dafür verbraucht wird. Genau, also ich finde, Krypto und Nachhaltigkeit, das schließt sich ja eigentlich so ein bisschen, das schließt sich ja eigentlich aus. Genau. Ne? Ja. Also wenn ich mir angucke, wie viel Energie mittlerweile verwendet wird, um neue Bitcoins zu schürfen. Das stellt ja den Energieverbrauch von ganzen Volkswirtschaften mittlerweile in den Schatten. Im letzten Jahr hat Bitcoin mehr Energie verbraucht als die gesamten Niederlande. Ja. Ja. Und wenn ich, um es plastisch zu bringen. Und wenn ich mir angucke, wo primär diese Bitcoins geschürft werden, China. In China wird dafür meistens Kohle verwendet. Dann haben wir Länder wie Russland und den Iran, wo auch sehr viel Bitcoins geschürft werden. Also da, finde ich, kann man mit Nachhaltigkeit, dann muss man da eigentlich immer ein sehr, sehr großes Fragezeichen dran malen. Aber bei Ihnen ist wahrscheinlich auch die Nachfrage nach Kryptowährungen ausgeprägt inzwischen? Ja, natürlich schlägt auch bei uns auf. Überhaupt kein Thema. Wir bieten es direkt definitiv auch nicht an. Quer durch alle Altersklassen? Nein, also es ist natürlich die jüngere Generation, ja, die ganz konkret sich mit dem Thema auch eben medial getrieben beschäftigt. Wir verhalten uns in Anführungszeichen in dem Thema einfach noch defensiv. Es ist zu volatil. Man kann es nicht beratend empfehlen. Mhm. Ja, wenn jemand selber sagt, ich probiere das aus, völlig d'accord. Und jetzt warte ich mal voller Hoffnung, das tue ich nicht immer, auf die Regulatorik, ja, um in dieses Thema das, was Geld eigentlich ausmacht, nämlich Vertrauen, ja, Stabilität reinzubringen. Und dann glaube ich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Ja. Dann sehen wir auch
die 1000% nicht mehr oder die 500% Rückgang am nächsten Tag, dann sehen wir dort eine gewisse Stabilität und wir sehen, sage ich mal, durchaus eine, da gebe ich Ihnen auch vollkommen recht, eine gewisse, sage ich mal, Begründbarkeit, ja, bestimmte Geschäfte, bestimmte Verträge, ja, dann reden wir weniger wahrscheinlich, dann reden wir mehr über die Technik dahinter, über die Blockchain-Technik dahinter, die absolut ihre Berechtigung im Finanzmarkt, in der Wirtschaft insgesamt hat. Mhm. Aber also langfristig kann es wahrscheinlich auch kein Interesse daran geben, dass es so privates Geld außerhalb des Systems gibt, oder? Naja, wir können sicherlich auch darüber diskutieren, ob es wirklich privates Geld ist. Also aus unserer Sicht, aus meiner persönlichen Sicht auch, erfüllen Kryptoassets nicht die klassischen Geldfunktionen. Am Ende sprechen wir von Spekulationsobjekten und das ist ja in Ordnung. Wenn jemand spekulieren will, dann kann er das tun. Aber am Ende muss auch klar sein, dass wir hier keine klassischen Geldfunktionen eben bei den Kryptoassets sehen. Und ich bin sehr dankbar für Ihren Hinweis, dass natürlich in der Tat hier auch Regulierung auf den Weg gebracht werden muss. Wir haben ja gerade auf europäischer Ebene das Gesetzgebungsverfahren MiCA, also Markets in Crypto Assets, was jetzt auf den Weg gebracht wird, was dann sicherlich auch für Europa gewisse Rahmenbedingungen schaffen wird, die aus meiner Sicht eben auch notwendig sind. Also um es klar zu sagen, ich habe kein Problem damit, wenn es solche Krypto-Token gibt. Das ist nicht mein Thema. Ich habe auch die persönliche Sicht darauf, dass diese Anhänger von solchen Krypto-Token auch häufig selber natürlich sehr stark die Entwicklungen befeuern. Ich sehe das, wenn ich zum Beispiel über Kryptotoken als Spekulationsobjekte in Reden spreche, kriege ich meistens über soziale Medien dann ganz böse Anmerkungen. Heute nennt man das ja Shitstorms. Und deswegen, damit muss man sicherlich leben. Nochmal, das soll weiterhin seinen Platz haben. Das sind auch sehr interessante Phänomene, die definitiv nicht als nachhaltig zu kennzeichnen sind. Und wir müssen uns natürlich als Zentralbanken, und das ist natürlich die Herausforderung für das Eurosystem, auch für uns als Bundesbank, überlegen, wie reagiert man eben in einer digitalisierten Welt? Brauchen wir natürlich auch digitalisierte Produkte? Und unser Produkt ist eben das Geld. Und das Bargeld ist heute ja schon als Zentralbankgeld bei jedem von uns in den Taschen. Aber in der Zukunft ist es, denke ich, eben auch notwendig, eine digitale Form von Geld anzubieten. Und deswegen arbeiten wir ja, das ist ja mittlerweile allgemein bekannt, auch sehr stark an dem Thema digitaler Euro. Wann sollte der denn kommen, damit wir den Anschluss nicht verlieren? Naja, wir spekulieren natürlich äußerst ungern über Zeiträume. Ich gehe davon aus, dass das Projekt Digitaler Euro formal im Sommer, im Juli diesen Jahres beschlossen wird. Wir sind auch gerade dabei, dieses Projekt als solches schon vorzubereiten. Funding, wie viele Menschen an diesem Projekt konkret beteiligt sein sollen, mitarbeiten sollen. Und ich denke, diese Projektphase wird auf 2 Jahre angelegt werden. Und sollte man am Ende der Projektphase sagen, wir wollen einen digitalen Euro, das ist ja noch offen, dann ist es sicherlich so, dass man dann nach wie vor auch eine gewisse Phase der Implementierung braucht. Wenn Sie mich konkret fragen, also wir legen uns äußerst ungern fest, aber ich denke, wir brauchen mindestens 4 Jahre dazu. Jetzt muss ich mal fragen, ganz ehrlich, ärgert Sie das ein bisschen, weil andere sind da ja schon sehr viel weiter. Also wie weit könnte der Euro dadurch ins Hintertreffen auch geraten, wenn es darum geht, welche Währung in Zukunft als Leitwährung fungieren in dieser digitalen Welt? Das ist eine sehr wichtige Frage, die uns natürlich umtreibt. Ja. Weil wir sehen im Grunde genommen, dass wir roundabout 80 Projekte weltweit haben bei Zentralbanken, die sich mit der digitalen Währung vor Ort beschäftigen. Und Sie haben es richtigerweise gesagt, objektiv muss man sagen, dass eine ganze Reihe dieser Zentralbanken auch von großen Volkswirtschaften, China wird ja immer genannt, das ist auch nach unseren Erkenntnissen so, weiter sind als wir im Eurosystem. Aber die Frage ist eben,
Ist der First Mover der, der am Ende dann später den Währungsmarkt, globalen Währungsmarkt dominieren wird? Oder sind es eben die Währungen, die auch heute schon ein hohes Maß an Vertrauen und vor allen Dingen Stabilität mit sich bringen? Mhm. Ich persönlich tendiere zu zweiter Antwort. Mhm. Das heißt, wir müssen im Grunde genommen jetzt eine gute, solide Sache machen. Sorgfalt geht vor Geschwindigkeit, um es klar und deutlich zu sagen, weil wir natürlich uns es nicht leisten können, das hohe Vertrauen in unsere gemeinsame Währung, in den Euro hier zu gefährden. Vertrauen ist eben da wirklich der zentrale Begriff. Und natürlich beobachten wir, was weltweit passiert. Aber wir fühlen uns trotzdem ganz wohl auf unserem Weg, wie wir das Ganze jetzt aufgesetzt haben im Eurosystem. Mhm. Teilen Sie diese Ansicht? Ich teile diese Ansicht uneingeschränkt. Also auch die Zeitachse? Ja, ich glaube, Sie haben es vielleicht gehört, auch die Bundesbank und der Herr Balz hier als Vertreter formuliert immer sehr sauber und korrekt. Er spricht nicht von Kryptowährung. Ja, ist ja ein Unterschied, wir müssen differenzieren. Und das halte ich für ganz wichtig, denn wir reden einmal über etwas, was Spekulationsobjekt oder auch durch andere Interessen getrieben vielleicht gekauft wird. Da gibt es auch einen durchaus nennenswerten Hintergrund von Geldwäsche in diesem Bereich. Auf der anderen Seite sprechen wir von der Währung. Und bei der Währung ist eben wirklich das Entscheidende, Währungen haben in der Geschichte auch immer nur überlebt, wenn sie von Vertrauen getragen wurden. Vertrauen in Systeme, Vertrauen in die Wirtschaftskraft und Vertrauen von handelnden Personen. Mhm. Und ich persönlich sage auch, ich wüsste nicht, wem ich in dieser Kryptowelt vertrauen soll. Mhm. Also denen, die dann hier eben mit der größtmöglichen Umweltverschmutzung in China Bitcoins schürfen. Menschen, die irgendwo, aus welchen Gründen auch immer, rein oder rausgehen, überhaupt nicht nachvollziehbar. Also insofern, ich glaube, das ist richtig, dass wir das machen. Ich glaube, es ist richtig, es auch gründlich zu machen, weil es geht letztlich um das Vertrauen. Und das wird das Entscheidende sein. Dass wir technologisch bei vielen Dingen schneller sein könnten, das sehen wir auch im Zusammenhang mit Corona und die Frage, wie organisieren wir Impfungen, Impfpässe oder sonst was. Wir könnten vielleicht auch hier gerne technisch ein bisschen schneller sein, aber wir werden diese technische Entwicklung mit Sicherheit haben. Wir werden diese Technologie auch im Rahmen einer vertrauenswürdigen Währung nutzen. Und da geht es um Smart Contracts und um alles Mögliche. Ja. Wir brauchen das im Rahmen der Gesamtdigitalisierung. Mhm. Brauchen wir letztlich den digitalen Euro. Und der wird auch kommen. Und wäre schön, wenn er ein bisschen schneller wäre. Aber die Hauptsache ist, es kommt eine stabile Währung. Mhm. Herr Dr. Deglo, wenn wir jetzt über sogenannte Government Coins sprechen, gehen Sie davon aus, dass so ein digitaler Euro das größte Vertrauen hätte? Oder sehen Sie andere Spieler, die ebenfalls Vertrauen genießen könnten und eben einen Zeitvorsprung haben? Also das ist natürlich ein Blick in die Zukunft, weil ich bin auch Volkswirt und habe natürlich das Thema Vertrauen und Geld sozusagen, Geldtheorie studiert und deswegen Geld lebt von Vertrauen und Geld, weil wir das so beschlossen haben, dass wir dem Geld, was da ist, einfach vertrauen. So, und da sind die heutigen Institutionen einfach, die wir kennen, diejenigen, denen wir da vertrauen. Aber es ist natürlich bei vielen Dingen eine persönliche Sache. Wenn Leute heute sehr viel Geld in Bitcoin investieren, dann vertrauen sie auch irgendjemandem, dass sie dafür ganz viel wieder zurückkriegen, sozusagen. Aber ich glaube, es ist eine individuelle Einschätzung. Im Kern, glaube ich, sind die heutigen Institutionen die vertrauenswürdigeren. Jetzt habe ich ganz viele Fragen an Herrn Kluder. Angefangen von, könnte ein digitaler One andere Leitwährungen ablösen sozusagen. Wir sprechen ja schon lange darüber, ob der Dollar zum Beispiel als Leitwährung irgendwann abgelöst wird. Wie viele digitale Währungen verträgt unser System? Ist das eine Frage, um die wir uns kümmern müssen oder können wir die einfach beiseite lassen? Ja, und wie lange noch werden die Notenbanken sozusagen die Hoheit übers Geld haben? Alles Fragen eingebettet in die Frage, wie nachhaltig ist unser Finanzsystem aufgesetzt? Genau, also ich glaube natürlich, ich sag mal, die Geschwindigkeit, wie schnell diese GovCoins jetzt kommen werden, das hängt natürlich vom Wettbewerb ab. Wenn wir feststellen, dass das hier bei uns in der Eurozone vielleicht noch 3 oder 4 Jahre dauern kann,
dann ist das vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass im Moment der Druck noch gar nicht so groß ist, weil eben die Amerikaner noch nicht ihren digitalen US-Dollar haben und die Chinesen momentan halt nur mit dem digitalen Yuan erst einmal ein Pilotprojekt gestartet haben, das sie möglicherweise dann 2022 in die Realität umsetzen werden. Wenn das dann kommt, ich glaube, das wird den Druck erhöhen und auch die Geschwindigkeit insgesamt verstärken, dass auch wir dann schneller dabei sind, eine digitale Währung einzuführen. Ja, wie viele digitale Währungen kann es überhaupt geben? Ich meine, wie viele Kryptowährungen gibt es mittlerweile? Also wir sprechen ja zwar immer über Bitcoin, weil das die bekannteste ist, und Ethereum, aber ich glaube, wir haben ja mittlerweile auch schon 20 oder vielleicht 30, ich weiß es gar nicht, verschiedene Kryptowährungen. Also da ist ja auch eine extreme Vielfältigkeit da. Und ich habe den Eindruck, dass natürlich alle Notenbanken auch bestrebt sind, ich sag mal, ihre Hoheit über ihr Geld, über ihr Bargeld, das sie bisher ausgegeben haben, zu behalten. Also insofern würde es mich überhaupt nicht wundern, wenn wir da eben auch eine ganz große Vielfalt an digitalen Währungen bekommen werden. Die Frage nach dem Vertrauen, die Sie gestellt haben, ich glaube, wir in Europa würden natürlich einem digitalen Euro primär vertrauen. Die Amerikaner würden, denke ich mal, primär auf den digitalen US-Dollar setzen. Mhm. Und dass China jetzt hier so vorangeprescht ist, das, denke ich mal, hat auch damit etwas zu tun, dass China natürlich die USA herausfordert an allen Ecken und Enden, sei es jetzt wirtschaftlich, militärisch, politisch, und insofern da natürlich Druck macht und Erster sein will und damit natürlich auch erhofft, einen Wettbewerbsvorteil und Pioniergewinne vielleicht einzufahren. Aber ich glaube, wir stehen im Moment da tatsächlich am Beginn einer Entwicklung, und die wird sich in den nächsten Jahren beschleunigen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das Ganze vielleicht viel, viel schneller gehen wird, als wir das heute vielleicht hier auf diesem Podium für möglich halten, weil einfach der Wettbewerb dazu führen wird. Interessant wäre ja dann auch im Anschluss die Frage, die wir heute leider nicht groß diskutieren können, weil wir nur noch 10 Minuten Zeit haben, aber mit Einführung der digitalen Währung sehen wir, welche Folgen zum Beispiel geopolitisch möglicherweise auch. Aber wie gesagt, das können wir heute leider nicht hier. Aber Sie hatten ja auch gefragt, ob die digitalen Währungen dazu führen werden, ich sag mal, die Notenbanken zu entmachten. Mhm. Also ich glaube, das genaue Gegenteil ist der Fall. Warum? Ja, die Notenbanken haben ja erkannt, dass sie den Wettbewerb über die Kryptowährungen haben und mit all ihren, zumindest aus unserer Sicht hier, verbundenen Nachteilen. Und deswegen ist das Bestreben eben da, ein ich sag mal, aus Sicht der etablierten Menschen vielleicht ein sichereres Produkt zu kreieren, wo dann aber die Notenbank auch weiterhin die Hoheit drüber hat. Dann ist ganz klar, wenn die Welt zukünftig von Bitcoins dominiert wird und wir in eine Finanzkrise geraten sollten, wie 2008, 2009 oder jetzt auch durch die Pandemie, ich sag mal, die traditionellen geldpolitischen Maßnahmen, die können wir dann vergessen. Die sind dann alle nicht mehr in dieser Form möglich. Mhm. Und insofern ist das eben genau die Frage, wollen wir genau diesen Weg überhaupt gehen? Und deswegen kommt dieser digitale Euro und es kommt der digitale US-Dollar und der digitale Yuan. Herr Walz, jetzt müssen wir Sie natürlich fragen, ob Sie in irgendeiner Art und Weise Sorge haben, dass die Notenbank die Hoheit über das Geld verlieren könnten. Ach, wir sind nicht so sorgengetrieben, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir schauen uns natürlich die Bedingungen an und auch die Entwicklungen. Und ich will ausdrücklich Herrn Kluder auch recht geben. Es geht ganz unmittelbar auch um zukünftige Souveränitätsfragen. Wenn jetzt andere große Volkswirtschaften eine digitale Währung auf den Markt bringen würden, dann könnte es eben im digitalen Bereich natürlich einen Verdrängungswettbewerb zwischen den Währungen geben. Momentan haben wir ein klares Setup. Wir wissen das. Der Dollar ist nach wie vor mit klarem Abstand die Weltreservewährung. Der Euro ist relativ klar und deutlich positioniert als Nummer 2. Und wir wollen auch jetzt aus unserer Sicht natürlich eine solche Situation nicht umkehren durch andere aufkommende Digitalwährungen. Das heißt, für Europa, für die Eurozone als solches geht es eben auch um wirklich Fragen der europäischen Souveränität, weil wenn eine große Volkswirtschaft, und ich will jetzt gar nicht China exemplarisch nennen, es könnten ja auch andere sein,
hier deutlich schneller, deutlich erfolgreicher mit einer digitalen Mehrung an den Markt kommen würden, dann würden Sie eben, wenn der Erfolg wirklich sichtbar ist, eben potenziell auch auf unsere Geldpolitik zukünftig Einfluss nehmen können. Und als jemand, der eine Zentralbank vertritt, ist das in der Tat ein Gedanke, der mich jetzt nicht so wirklich glücklich macht. Also da würde ich zum Beispiel darauf antworten, da muss man dann in eine solche Richtung durchaus besorgt schauen. Mhm. Deswegen sind wir eben auch dabei, hier im Eurosystem diese Entwicklungen voranzutreiben, ein solches Projekt zu machen. Und nun will ich nicht spekulieren, aber ich habe natürlich einen Zeitraum dargelegt. Aber auf diesem Zeitstrahl gibt es sicherlich einige Entwicklungen, auch einige Einführungen von anderen Digitalwährungen, wo auch immer auf dieser Welt, die natürlich auch unsere Überlegungen mit beeinflussen können, auch hinsichtlich Ausgestaltung und am Ende auch zeitliche Einführung. Aber nochmal, ich glaube, es ist wichtig, dass wir sehr sorgfältig vorgehen. Und mir persönlich ist es wichtiger, auch eben als die reine Zeitachse sich anzuschauen. Der Economist hat eine interessante Frage aufgeworfen, nämlich die Frage, was passiert eigentlich mit den Banken, wenn die Zentralbanken digitale Währungen ausgeben? Welche Rolle bleibt den Banken? Naja, ich glaube, auch in Anbetracht der Strategie der Zentralbanken, was Unternehmensanleihen angeht und so weiter und so fort. Also wir wissen doch als Zentralbanken auch um das überragende Know-how der Privatbanken, hier muss ich ja jetzt auch sagen, Sparkassen natürlich. Und das stellen wir auch nicht in Frage. Abgesehen davon haben wir auch als Zentralbanken hier kein Interesse, um es zum Beispiel deutlich zu machen, Kredite zukünftig an Privatpersonen, an uns Bürgerinnen und Bürger zu vergeben. Das heißt, die Kundenbeziehungen zwischen Bank, Sparkasse einerseits und Privatkundenunternehmen, die sollen natürlich auch weiterhin genau dort verbleiben. Das ist nicht die Aufgabe einer Zentralbank. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass Zentralbanken, also in unserem Falle das Eurosystem und die Privatbanken, Sparkassen eben auch in dieser Phase jetzt, wenn das Projekt gestartet wird, in sehr intensive Gespräche gehen, um dann eben auch die zukünftigen Rollen klar zu definieren, das auch weiterhin abzugrenzen, weil eins ist doch für uns als Bundesbank, auch als EZB, Eurosystem insgesamt klar, wir wollen am Ende nicht die Finanzstabilität, was für uns eben eines der höchsten Güter überhaupt ist, durch eine potenzielle Einführung einer Digitalwährung gefährden. Und deswegen ist für mich auch klar, Banken, Sparkassen werden ihre überragend wichtige Rolle in unserem Wirtschaftssystem auch zukünftig behalten. Die Herren der Banken hier nicken zustimmend. Sind jetzt wahrscheinlich erleichtert, das zu hören? Gar nicht nur erleichtert. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn die Bundesbank oder die Europäische Zentralbank die Idee hätten, ich sag mal, Noten oder Ähnliches an den Banken vorbei direkt auszugeben, könnten sie das ja, hätten sie das längst tun können. Insofern, ich sag mal, ändert sich mit einer Digitalwährung da prinzipiell erst einmal gar nichts. Und ich glaube einfach, dass die Erfahrungen aus der Vergangenheit gezeigt haben, dass Banken und Sparkassen und Volksbanken einfach, ich sag mal, durch ihre Nähe zum Kunden viel besser wissen, welche Bedürfnisse dort vorherrschen. Und ich meine, gucken wir zurück in die 1980er Jahre und vorher, ich sag mal, als wir noch Planwirtschaft hatten in einigen Regionen der Welt, das hat nicht so sonderlich gut funktioniert. Ich sage mal, Staatsbanken, die dann versucht haben, Kredite zu vergeben an Unternehmen und die Geldausgabe an Privathaushalte zu steuern, das ist der Wirtschaft nicht wirklich gut bekommen. Also insofern dieser dezentrale Ansatz mit den Finanzintermediären, ich denke, der hat sich bewährt. Und
das wird bei einer digitalen Währung auch, denke ich, nicht anders sein. Ich würde gerne Aya Jaff gleich fragen, ob sie sich eine Welt ohne Bank vorstellen kann. Aber erst möchte ich Sie gerne noch einmal mit ins Boot holen mit der Frage, wie ist es eigentlich, wenn derzeit Unternehmenskredite vergeben werden? Wie groß ist der Druck schon, dass man auf Nachhaltigkeit achten muss? Denn das ist ja unser Gesamtthema auch mit gerade in dieser Diskussion. Was heißt Druck? Das Thema ist, wenn wir uns jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit mal sehen, ist ein Thema, an dem wird von vielen Ecken aus unterschiedlichen Richtungen gezogen. Mhm. Das ist, wir haben es gerade gehört, von den jungen Leuten her, vom Mindset her, sage ich mal, auch durch ganze Generationen ist das ein Mindset-Thema. Es ist einerseits ein regulatorisches Thema, es ist, sage ich mal, ein Gewissensthema. Ja, haben uns alle, sage ich mal, zumindest mal, wenn noch nicht schriftlich, aber alle im Endeffekt eigentlich verpflichtet dazu, ja, dieses Thema zu spielen. Jetzt ist nur noch die Frage, ja, welchen Orientierungsrahmen, welchen Rahmen geben wir dem Thema? Und da habe ich ein bisschen Sorge. Ja, wir haben jetzt gerade mal unsere ganzen internen Systeme im Wertpapierberatungsbereich auf das Thema Nachhaltigkeit umgestellt in der Geeignetheitsprüfung. Ja, muss das Thema Nachhaltigkeit angesprochen werden. Ich sehe ein bisschen so dieses deutsche Goldplating dann wieder, ja, so dieses Overdone in regulatorischen Fragen. Ja, ich bin absolut d'accord für einen Orientierungsrahmen. Die Leute müssen wissen, was verstehe ich letztendlich unter Nachhaltigkeit. Und wenn ich sage, okay, ich bewerte ein Unternehmen, gebe dem Kredit oder investiere da drin, muss ich wissen, wenn die sagen, wir wirtschaften nachhaltig, was ist das? Mhm. Soweit sind wir noch nicht. Aber ich sehe schon wieder Tendenzen, sage ich mal, bevor wir den globalen und den großen Blick mal festzurren, dass wir schon an den kleinen Schräubchen rumdrehen, ja, da muss da was geregelt werden, da muss da was geregelt werden, da muss da was geregelt werden. Und ich glaube, den, sage ich mal, einen Thema hatten wir sicher auch bei der Regulierung der Finanzinstitute. Den dürfen wir bei der Nachhaltigkeit nicht machen, mhm. Weil sonst machen wir dieses Thema tot. Dann hat wieder keiner Lust drauf. Ja, dann sagt er, das wäre eigentlich ganz toll, aber ganz ehrlich, ihr habt es verbockt. Ich habe keine Lust mit bei meinem Berater Nachhaltigkeit anzusprechen, weil ich dann nämlich 5 Stunden im Sessel sitze und ungefähr 130 Seiten ausfüllen muss und davon mindestens 50 unterschreiben muss. Da habe ich überhaupt keinen Nerv dafür. Und das ist so ein Thema, wo ich sage, da müssen wir unheimlich vorsichtig sein, weil wir merken einfach, dass es ein zentrales Thema im Mindset der Bevölkerung ist. Mhm. Es ist verstanden. Vielleicht noch nicht von allen, aber ich sage mal, von der Mehrheit ist es verstanden, dass dieses Thema für uns zukunftsweisend ist. Mhm. Also geben wir bitte dem eine gewisse Orientierung. Ganz kurz die vorletzte Frage an Aya Jaff. Ich komme zurück zu dem Thema Banken und Ihrer Generation. Könnten Sie sich theoretisch eine Finanzwelt ohne Banken vorstellen? Oder ist das auch für Sie ganz weit weg? Das ist eine schwierige Frage, ich weiß. Aber ich versuche herauszufinden, wie das Verhältnis Ihrer Generation zur Bank an sich ist. Ich glaube, sie ist noch relativ stabil. Ich habe jetzt noch keinen erlebt, der jetzt sehr krasse Bedenken geäußert hätte. Aber es ist trotzdem so, dass sie halt gerne mit Kryptowährungen spielen. Und ich wollte an dieser Stelle auch nochmal anmerken, klar, wir reden immer noch von Bitcoin und Ethereum, aber es gibt auch Lösungen, die sich großer Beliebtheit schon erfreuen, auch beispielsweise in Venezuela. Da gibt es eine App, die heißt Reserve, beziehungsweise eine Kryptowährung, die heißt Reserve Coins. Und das ist ein sogenannter Stablecoin. Also da wird schon das Geld als Wertaufbewahrungsmittel quasi auch, hat wieder in der Kryptowährung seinen Sinn gefunden. Und das ist eine Entwicklung, die habe ich so noch nicht irgendwie kommen sehen. Aber dann stellt sich heraus, okay, das ist die meistgedownloadete App in Venezuela, aufgrund der hohen Inflation und aufgrund dieses Wunsches nach Sicherheit. Und wenn man sich das anschaut, ist es natürlich eine krasse Antwort seitens der Kryptowelt. Und das, finde ich, darf man nicht ignorieren. Ich bin aber schon der Meinung, dass man das auch auf dem europäischen Level auf unserem eigenen Tempo machen sollte. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger dauern und wahrscheinlich noch 4 Jahre eben, wie schon gesagt. Aber ich finde, wir könnten uns das leisten, weil wir eben nicht so krass
irgendwie wie jetzt Kolumbien oder Venezuela unter Inflation leiden. Aber das ist halt eben die Frage von, wir können uns das leisten. Deswegen machen wir das ja auch so langsam und so, ja, so ich sage jetzt mal, ordentlich. Es ist nicht so sehr die Frage von, ich weiß nicht, dass wir den Sinn jetzt nicht gesehen haben und deswegen so langsam sind. Aber ja, ich bin da auf jeden Fall guter Dinge, dass der digitale Euro dabei kommt. Und wenn der kommt, ist für mich dann die Frage, schafft er dann so viel Mehrwert, dass die Leute den auch wirklich nutzen? Dankeschön, Arya Jaff. Wir sind gespannt, wo wir im nächsten Jahr stehen, wie weit dann die Überlegungen zum digitalen Euro sind. Und das alles zusammenbinden möchte ich nochmal mit einer Abschlussfrage an Herrn Emmerich, nämlich die Frage, wenn wir Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen möchten und der Druck aus Gesellschaft und Politik ist da und ist groß, welche Veränderungen müssen wir dann am Finanzsystem vornehmen oder welche Rolle spielt dann das Finanzsystem und welche Rolle kann es spielen, so schnell vor allen Dingen, wie all diese Dinge umgesetzt werden sollen? Also ich glaube, das Finanzsystem spielt eine besonders große Rolle und es ist auch aus einer politischen Perspektive als ein Hebel für die Umsetzung vorgesehen. Also der Green Deal, also bis 2050 die Dekarbonisierung Europa CO2-neutral, kann faktisch nur gelingen, wenn die Finanzwirtschaft auf allen Ebenen mitspielt. Also ob es um die Kreditgewährung geht, ob es um die Anlagen geht. Ich glaube, dass die Finanzwirtschaft hier sogar erheblich gebraucht wird und dass das allen klar ist. Und insofern spielen da die Banken und die Finanzintermediäre eine ganz besonders große Rolle. Und es ist natürlich wirklich so, wie der Herr Michalowicz sagt, wir haben ja Regulierungen und Überlegungen und politische Pressionen über alle Ebenen. Also das kommt aus Brüssel, das kommt aus Straßburg. Da müssen Sie mich nicht mehr angucken. Nee. Ich wäre ja noch auch zu Ihnen gekommen, aber gut. Genau. Also wir haben Anforderungen, die sind zum Teil gigantisch. Also jetzt haben wir gerade diese sogenannte europäische Offenlegungsverordnung. Und wenn man sich dann schon wieder die Papiere dazu anguckt, die Materialien auf der europäischen Ebene, es werden viele Details geregelt, so detailliert, dass man sie nicht mehr verstehen kann. Wir sind weg von Prinzipien und Grundsätzen, obwohl es immer gesagt wird, es ginge darum, die Realität sieht anders aus. Die Realität war bei MiFID schon anders. Sie können heute sagen, die Regelungen von MiFID sind wahrscheinlich 10.000 bis 20.000 DIN A4 Seiten ausgedruckt, wenn man alles mit den Verlautbarungen nimmt. Also es wird ein schwieriger Weg, es wird eine anstrengende Arbeit. Das ist der Weg, den unsere Industrie nehmen wird. Wir als Intermediär für das Thema Nachhaltigkeit, das kommt. Da bin ich 100% von überzeugt. Insofern haben wir da auch eine bedeutende Rolle. Ein Schlusswort von Emmerich Müller. Es tut mir leid, ich habe Ihren Vornamen zum Nachnamen gemacht. Das kann nur daran liegen, dass wir so vertrauensvoll miteinander diskutiert haben. Okay. Also, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute auf diesem Weg der Transformation und freue mich auf den nächsten Austausch. Dankeschön. Ja, Dankeschön.